Hallo, ich bin der Bahntaubenreuter von der Firma Taubenreuter und heute möchte ich euch was vorstellen, und zwar was ganz Neues, komplett neue Produktpalette, und die Produktpalette heißt Cargo Glide. Cargo Glide sind Schwerlastauszüge und wir haben die für unterschiedlichste Fahrzeuge jetzt im Programm. Cargo Glide ist bei uns verhältnismäßig neu, also wir haben das Produkt derzeit seit knapp ein Vierteljahr, bisschen drüber im Programm. In den USA ist das aber schon ziemlich bekannter Name, und zwar gelten sie als extrem robust. Als extrem robuster Auszugssysteme, die in Pickups und Transportern eingesetzt werden, um sich eben Produkte, Ware, Ausrüstung, Werkzeug einfach herzuholen und besser erreichen zu können. Wir haben für euch heute mal was aufgebaut. Ich zeige es dann gleich mal und ich gehe es mal durch. Das sind drei verschiedene Produkte an drei verschiedenen Fahrzeugen. Das ist einmal hier am Mercedes Sprinter ein Cargo Glide, der 70% auszieht. Einmal hier am Ford Ranger ein Cargo Glide, der 100% auszieht. Und dann noch einmal am älteren Modell vom Ford Ranger, das auch noch nicht wirklich alt ist, ein Cargo Glide, das auf ein Decksystem montiert ist. Bei den Cargo Glides muss man eins wissen: Es gibt grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Versionen für die meisten Anwendungsfälle. Und das ist einmal, dass es an 70% Auszug gibt oder an 100% Auszug. Die unterscheiden sich in der kompletten Konstruktion. Man merkt es aber bei uns zum Beispiel im Onlineshop im Preis. Viele Leute fragen immer, warum ist das so ein riesen Preisgap zwischen den Sachen? Das ist einfach so, dass der 100% Auszug, also das heißt praktisch, dass ich das System um seine eigene Länge nochmal nach vorne bringen kann, ist halt eine deutlich aufwendigere Konstruktion, weil ich im Endeffekt zwei Schubrahmen habe. Schubrahmen deswegen, ich sage hier bewusst nicht Schwerlastauszüge, weil es sind keine typischen Schwerlastauszüge. Eigentlich von den ganzen Marken, die wir im Programm haben, egal ob es ARB, ob es Upper Access oder Cargo Glide oder zum Beispiel, wenn man so will, noch die Deckschubladensysteme, arbeitet keiner wirklich mit Schwerlastauszügen. Die schauen alle drauf, dass sie eigentlich in irgendeiner Form Kugellager nehmen und ein System haben, wo praktisch auf Rollenkugellagern in irgendeiner Form gelagert ist. Das ist einfach so, weil die das so empfinden, und auch wir empfinden das so, dass wenn man halt in einem Umfeld arbeitet, wo es zum Beispiel Späne gibt oder Sand oder Dreck oder sonst was, das viel leichter zu warten und viel leichter zu pflegen ist. Vor allen Dingen ist es halt extrem robust gegen äußere Einflüsse und sehr dankbar, falls man mal was warten muss. Der Schubrahmen ist im Endeffekt eine Konstruktion aus Stahlteilen, auf denen das Cargo Glide läuft. Und den kann man hier unten sehen, das sind praktisch verschiedene Rollen. Und wenn man es natürlich auszieht, kann man hinten einmal die Kugellager und sowas anschauen, wie die ganze Konstruktion rausgeht. Wir haben hier den Lock Release, das heißt, hier entriegel ich das System. Und dann kann ich es entweder flüssig rausziehen im Kompletten oder ich lasse den Lock Release los. Das mache ich zum Beispiel, wenn das Auto an einem Berg steht, weil dann fällt es immer wieder auf Punkte zurück und dann kann ich es immer wieder neu releasen. Das ist zum Beispiel so, wenn ich sage, das Auto steht krumm und ich habe vielleicht wirklich viel Gewicht drauf, dass es mich nicht überrollt, die ganze Geschichte. Dann wird es immer wieder auf Sicherheitspunkte, auf den nächsten Sicherheitspunkt auffahren. Um zu meinem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, es gibt die 70% Version und die 100% Version. Wir haben uns einfach hierfür für die 70% entschieden, um einfach das als Demonstration mal zu haben, weil wir in die Auto unterschiedlicher Versionen schon verbaut hatten. Die 70% Version zieht praktisch um 70% ihrer eigenen Länge aus und bietet hier schon ein deutliches Plus, um an verschiedene Sachen ranzukommen. Die Cargo Glides gibt es in unterschiedlichen Längen. Wir haben hier vom Sprinter die lange mit 2,40 Meter gewählt. Es gäbe aber auch noch zig andere Möglichkeiten, das zu arrangieren. Und was es zudem auch noch gibt, was auch noch ein Riesenunterschied bei den Cargo Glides ist, das Gewicht, das das Cargo Glide System an sich trägt. Das Cargo Glide System an sich kann nämlich 450 Kilo tragen. Das Pi mal Daumen sind das Werte, steht bei uns ganz genau angegeben. Dann gibt es Versionen mit ungefähr 650 Kilo. Man spricht dann immer über verteilte Last praktisch auf dem ganzen System. Und die stärkste Version, die ich haben kann,
ist praktisch die Version, wo ich ungefähr 970 Kilo verteilt zuladen kann auf das Cargo-Glide. Allah, das trifft schon mal Aussage drüber über die Qualität, weil 970 Kilogramm, das muss man erstmal schaffen in ein System, das dann auch noch in der größten Version 100% ausfährt. Das sind jetzt ca. 170 Kilo. Wir haben einfach mal die ersten Festerpaletten genommen, die rumgestanden war. Das Auto steht leicht bergauf und es geht immer noch super leicht. Wenn ich es jetzt, wie gesagt, wenn ich es jetzt einfach entriegeln würde, wird es immer wieder auf seine Ankerpunkte zurückfallen. Wenn ich will, wenn ich halt, kommt es einfach komplett zu mir raus. Um noch mal ganz kurz aufs Technische zurückzukommen. Wie ist so ein Cargo Glide aufgebaut? Ein Cargo Glide ist im Endeffekt ein Stahlrahmen. Das sind Rollenkugellager, im Endeffekt Industriekugellager, wie man sie so kennt, so typisch aus dem Fahrzeugbereich und aus verschiedenen anderen Anwendungen. Dann haben wir hier oben noch einmal den Aluminiumrahmen. Hier sind zum Beispiel Nuten eingelassen, wo ich meine Ankerpunkte beliebig verschieben kann und irgendwas verzurren kann. Und die Basis hier oben drauf, sie nennen es Marine-Grade-Plywood. Im Endeffekt Schifffahrts-Mehrschichtstoffplatte, wenn man es rein übersetzt. Es ist halt eine beschichtete Mehrschichtplatte, die an sich einen sehr guten Eindruck macht da von der Beschichtung und relativ robust wirkt und hier oben auch noch so eine leicht geriffelte Oberfläche hat, ohne dass das aber in irgendeiner Form scharfkantig wirkt. Das war hier unsere Anwendung Sprinter. Dann springe ich hier mal ganz kurz rüber. Das ist ein 100% Auszug mit den Seitenteilen. Die sind hier dabei bei dem 100% Auszug, der äußere Rahmen. Und hier habe ich halt den Fall, dass das ganze System im Endeffekt rauskommt. Man muss jetzt bei dem Fahrzeug eine Sache dazusetzen. Es würde normalerweise noch 5 cm weiter rauskommen. Das war aber praktisch das Demo vom Demo, also ist ein bisschen Vorserie gewesen, aber normalerweise wird es noch 5 cm weiter rausrutschen und ich hätte hier praktisch die ganze Fläche, wo ich drauf zugreifen kann. Beim 60%, wenn man 70% haben wir natürlich hier noch an, ja, ich würde jetzt fast mal sagen, 60, 70 cm, die im Fahrzeug sind. Es kommt immer darauf an, was man, wie man das halt nutzen mag und was man damit eigentlich anstellen will und vor allen Dingen, ja, was man, wie viel es dann halt wert ist, den zusätzlichen Auszug noch zu haben. Das ist auf jeden Fall richtig klasse, weil ich kann im Endeffekt alle Produkte so entnehmen, dass ich sie hier in meinen besten Arbeitsbereich, der ist bei Menschen ungefähr hier, wo ich die Sachen halt gut anpacken kann, entnehmen kann. Wem das hier oben stört, wer sagt, ich möchte diesen im Endeffekt ist es nur ein Schutz, dass halt nichts nach hinten rüberfällt, nicht haben, der kann das natürlich halt jederzeit demontieren. Die Ankerpunkte bleiben mir trotzdem erhalten hier unten. Dann in unserer nächsten bzw. hier letzten Applikation haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Kombination gezeigt aus einem Deckschubladensystem. Das ist praktisch das Deckschubladensystem unten drunter. Ich habe praktisch hier meine ganzen Deckgeschichten unten drin. Kann natürlich hier meine ganzen Koffer reinpacken, wie gewohnt. Das Deckschubladensystem trägt on top 900 Kilo. Und was möglich ist, ist praktisch das Deckschubladensystem, die Kunststoffschubladen, mit einem Cargo Glide zu kombinieren. Und dann habe ich im Endeffekt an 70% Auszug on top und 450 Kilo Tragkraft für diesen Auszug. Und da kann ich mir praktisch sowohl unten alles herholen, wie auch hier oben nochmal alles herholen. Und einfach so leichter arbeiten. Ist jetzt natürlich mit dem Muli Rack, da kann man drüber streiten, ob man sagt, muss es so aufbauen oder man würde das Muli Rack weglassen. Es ist auf jeden Fall möglich, das zu kombinieren und ich denke, das kommt komplett auf den Use Case drauf an, ob man sagt,
ja, möchte ich so haben, möchte ich genauso aufbauen, ich lasse das Muli-Rack weg, ich lasse nach oben offen. Wie gesagt, hier oben drauf könnte ich nochmal 450 Kilo verstauen und das ist schon mal einiges. Eine Frage, die ich mir jetzt als Zuschauer definitiv noch stellen würde, weil ich meine, Gewichte sind immer ein interessantes Thema, ist nicht nur die Zuladung, sondern was wiegen die Cargo Glides selbst? Und da muss man wirklich sagen, da kommt es komplett drauf an. Ich habe hier halt, sagen wir mal, das kleinste System mit 400 Kilo, 450 Kilo ungefähr Zuladung und 70% Auszug. Hier bin ich Pi mal Daumen bei 60 Kilo, während ich hingegen, wenn ich das zum Beispiel im Sprinter in der Größe als fast 1-Tonnen-Version mit 100% Auszug nehme, es braucht natürlich auch gewisse Unterkonstruktionen dafür, bin ich halt ungefähr bei 200 Kilo. Also ist es von bis. Wenn ich natürlich was haben möchte, was wirklich viel transportiert und viel Kraft aufnimmt und das auch handeln kann, muss ich das natürlich auch richtig verankern. Beim Cargo Glide muss man jetzt sagen, es kommt immer ein bisschen aufs Fahrzeug drauf an, beziehungsweise was verbaut ist. Zum Beispiel bei einer ganz normalen Pickup-Ladefläche muss man aber davon ausgehen, dass man zur Befestigung vom Cargo Glide schon definitiv durch die Ladefläche durch muss. Also das heißt, dass man in die Ladefläche im Endeffekt Löcher bohren muss und es dann in irgendeiner Weise dort verankern muss. Beim Decksystem ist es ein bisschen anders, weil da gibt es vorgesehene Punkte, die kann ich einfach im Endeffekt anreißen und dann durchbohren und dann wird es die Schublade oder beziehungsweise der Auszug wird am Deckel der Schublade, da sind oben drin nochmal Stahlverstrebungen, an denen wird das Cargo Glide dann befestigt. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Vorstellung gefallen fürs Cargo Glide. Cargo Glide ist für mich schwierig in die Worte zu fassen, dass man sagt, hier ist die Komplettübersicht, das sind alle Cargo Glides. Man muss es wirklich bei uns anschauen. Es gibt da ständig noch Neuerungen bei der Marke und es kommen ständig neue Produkte auch noch dazu. Wir schauen immer, dass wir alle Sachen, was Cargo Glide in den USA anbietet und für den Export freigibt, auch bei uns im Online-Shop zeigen. Also da gibt es eine Übersicht, da kann man dann immer schauen, okay, für Pickups oder für Transporter 70%, 100% Auszug und dann sind alle Schubladensysteme gezeigt mit den entsprechenden Längen und Maßen und natürlich Gewichtsangaben. Natürlich kann jederzeit bei uns vorbeischauen und kann uns im Shop besuchen oder uns telefonisch natürlich herein bei den Verkaufsteams in Deutschland und Österreich. Oder ihr schreibt uns halt über die Social-Media-Kanäle eine Nachricht und dann antworten wir euch auch gerne. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis demnächst. Ciao.